Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Ich habe diesmal einen PlayStation 4 Controller, damit ich direkt eine Ausrede habe, okay? Ich habe schon lange nicht mehr mit dem PlayStation 4 Controller gespielt, ab und zu halt ein bisschen Tekken. Ich nutze den Xbox Controller nicht, weil er wieder mal irgendwie ein paar kleine Probleme macht. Und zwar sind die Tasten, die haben kein Widerstand mehr. Random, genau. Machen wir jetzt weiter hier 61. Let's do this shit. Und wir kriegen wen? Asa Lazarus, oh, den hatten wir auch lange nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Startknopf und die B-Taste, die haben keinen Widerstand mehr. Ihr kennt es vielleicht, wenn die Tasten keinen Widerstand mehr haben und keinen Widerstand mehr leisten, dann ist es gar nicht mehr so geil. Okay, machen wir mal diesen Gegner hier kaputt und suchen uns gleich auch ein schönes Plätzchen, um zu sterben. Ich hoffe, dass diese Ebene sehr viele schöne blaue Herzchen hat, damit wir direkt auch ein bisschen HP-Upgrades haben. Ich aktiviere ganz kurz die Fähigkeit meines Mischpuls, mich selber zu hören. Ah, viel angenehmer gleich. Viel angenehmer. So, stirb erstmal. Auf Wiedersehen. Gott, das ist sehr komisch auf jeden Fall. Die Steuerung habe ich eingestellt. Müsste jetzt eigentlich passen. Machen wir einen Laser Run? Wir machen einen Laser Run. Let's go, Mann. Machen wir einen Laser Run. Ich habe voll Bock drauf. Ich hoffe, die Tasten sind richtig eingestellt. Ich nutze mal meine Pille. Das müsste dann das hier sein. Ja, ist richtig eingestellt. Genau. So. Hiervon nehme ich nichts mit und dich mache ich auch mal fertig. Ansonsten, Itemraum hatten wir. Was ist das für eine Karte? Chariot. Könnte helfen, den Boss fertig zu machen. Keine Bombe leider gedroppt bekommen. Gott, wie öffne ich die Karte jetzt? Oh, scheiße. Wie öffne ich die... Das ist das hier? Ah, so. Okay. Ich würde sagen, wir checken jetzt erstmal noch... Gott, ich habe mich zu sehr an den Xbox-Controller gewöhnt. Verdammte Scheiße. Ich check nochmal den Raum hier oben ab. Hier haben wir eine Münze übersehen und das Feuer könnten wir auch löschen. Das ist halt ein Vorteil vom Laser. Wir können alles einfach super simpel löschen. Gut, let's go. Vielleicht kriegen wir noch eine Bombe und ein blaues Herzchen, blaues Steinchen. Da drin müssen wir unbedingt auschecken, ansonsten sterben wir dort. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Lazarus im Raum wiederbelebt wird. Nicht wie bei Judas Shadow, wo du im Raum zuvor wiederbelebt wirst oder bei neuen Leben. So, was haben wir hier drin? Wir haben hier hoffentlich ein paar blaue... Hallo. Hoffentlich ein paar blaue... Okay, auf Wiedersehen. Ein paar blaue Herzchen? Nein, kein blaues Herzchen? Ach Gott. Okay, folgendes. Dann gehen wir halt woanders sterben. Tja, dann darfst du mich halt nicht umbringen, Ebene. Die nächste Ebene ist viel attraktiver als du, okay? Ah, let's go. Oh, die Kackhäufchen auch noch kaputt machen. Ich meine, den Shop können wir auch öffnen für ein paar Glücksmünzen, aber... Nee, das lohnt sich jetzt nicht. Das lohnt sich alles nicht. Gott, der PlayStation-Controller ist ganz komisch. Meine Güte. Verdammte Scheiße, Mann. Warte mal, sonst habe ich ja auch immer damit gesteuert. Wartet mal, ich habe mit dem... Moment mal, ich habe nicht mit dem Steuerkreuz gespielt, oder? Wartet mal, wenn ich das festhalte, dann spiele ich ja... Stimmt, ich habe die ganze Zeit mit dem Steuerkreuz gelenkt, aber ich spiele eigentlich mit dem Stick. Jetzt weiß ich, was komisch ist. Oh mein Gott, ein paar Tage kein Isaac gespielt und ich habe alles verlernt. Okay, so killen wir den mal. Ich glaube, Chariot setze ich noch nicht. Ich setze Chariot ein, weil ich große Panik habe. Ich habe sehr, sehr große Panik und dieser Typ hält eindeutig viel zu viel aus. Könntest du bitte aufhören, viel auszuhalten? So, der Laser kann auf jeden Fall den Typen erledigen, also den Kopf. Das ist schon mal auch gut zu wissen. Und auf Wiedersehen. Was kriegen wir? Einen Bauchnabel. Ah, das ist schön. Ja, ist der Laser dann auch so komisch? Ja, wir nehmen es mit, weil ein komischer Laser auch ziemlich nice ist. Okay, das ist eine große Katastrophe mit diesem Controller hier. Egal, ich mache jetzt einfach mal weiter. Wenn wir den Winstreak verlieren, der Controller ist schuld, okay? Der Controller ist schuld. So. Okay, ich hoffe, dieser Laser ist nicht kacke, aber es sieht cool aus. Es ist wie so ein kleiner Rührstab, nicht wahr? Und wenn wir gleich die Bookworm Transformation bekommen oder 2020 finden, dann haben wir so einen Rührstab, ja? Dann haben wir einen Rührstab, Mann. Let's go. Auf Wiedersehen. Ich habe das Gefühl, wir werden Brimstone bekommen und dann muss ich auf den Laser verzichten. Ich habe das Gefühl, wir werden echt Brimstone bekommen. Okay, einsetzen den Kopf, denn der hilft ordentlich hier. Sehr schön, der Laser war schön breit und hat ziemlich viele getroffen auf einmal. Das gefällt mir. Die Pille setze ich noch nicht ein. Die setze ich noch nicht ein. Nein. Das steht nicht auf der Liste. So, tschüss. Was haben wir hier drin? Es ist... Okay, ah, oh, nicht aufheben. Glück gehabt. Das wird nicht aufgehoben. Auch, ja. Wir bräuchten jetzt aber ein blaues Herzchen, einfach damit wir ein bisschen safe sind und wirklich einen Devil Deal bekommen. Weil ich möchte das Leben natürlich behalten für Lazarus 2. So heißt die Form, ne? Lazarus 2, richtig. So, ich habe das Gefühl, dass dieses Trinket mit dem Laser ganz gut ist eigentlich. Ich glaube, der Laser ist breiter und macht mehr Damage. I think. So. Wunderbärchen, okay.
Ja, die Kackhäufchen, da kann auch was Cooles drin sein. So. Ist da was drin? Ich denke nicht. Das hier ist jetzt Run 62, nicht wahr? Genau, Run Nummer 62. Das wird sexy, sage ich dir. Das wird sexy. Okay, gehe ich da rein? Ich gehe da noch nicht rein. So, machen wir den Schild hier kaputt. Ja, hätte ich nach oben schleudern können, die Bomben, aber egal, da wäre bestimmt der Geheimraum gewesen. Egal, lass dich nicht verunsichern. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Kollegen hier töten und das wird eine Weile dauern. Wenn wir Lazarus 2 sind, kriegen wir auf jeden Fall ein wenig Damage ab. Und das wird einiges erleichtern. Vielleicht kriegen wir jetzt auch Krampus, das wäre ziemlich gut, Mann. Dieser Laser mit Kohle ist das, was ich wolle. Das war ein Scheißreim, Mann. Wolle, Wille zu Wolle. Okay, let's go. Für diesen Reim kriege ich wahrscheinlich gleich einfach nur Poop im Devil Heal und nach dem Boss irgendwie noch ein Poop. So. Na, komm schon. Yes. Und er ist tot, Gott sei Dank. Wir kriegen das Ding. Das heben wir auch gleich erst auf, weil wir wollen ja uns umbringen. Nehme ich hiervon was mit oder gehe ich auf Angel Deals und hoffe, dass ich einen Homing Laser bekomme? Oh, ich will einen Homing Laser. Ich will. Gut, das heißt, wir gehen jetzt erstmal uns irgendwo umbringen. Die Frage ist nur, wo? Ist hier vielleicht noch was drin? Oder da drüben? Nein? Okay. Zacke-Zacke-Raum. Da können wir rein und dann versuchen schnell rauszugehen oder drin zu sterben. Who knows, Mann. Okay, let's go. Lass rein hier. Und wir kriegen hier ein schwarzes Herzchen. Das ist interessant. Das heißt, ich müsste dann in diesem Raum hier sterben. Genau, dann komme ich wieder. Und jetzt beeilen wir uns, solange wir noch unsterblich sind und verlieren kein Leben. Seht ihr, so muss das gemacht werden. Alles schön im Blick behalten. Jetzt haben wir ein 420 Damage. So, alle Möglichkeiten möglichst gut im Kopf durchgehen. Ja, das ist immer mein Tipp. Seht ihr? Boom. Jetzt haben wir das schwarze Herzchen gesaved. So, und jetzt nehmen wir noch den Key mit und bekommen ein blaues Herzchen mit. Das ist alles wunderbar. Und hier ist hier der Geheimraum. Ich riskiere es einfach mal. Er ist nicht dort drin. Er wäre ein Raum vorher da. Ach, ist doch typisch. So, und was ist das für eine Pille? One makes you small. Jetzt sind wir eine kleine Laser-Kill-Maschine. Okay, sehr schön. Killer-Laser-Maschine. Eher so rum, nicht wahr? Flooded Case 1. Boom. Was haben wir hier drin? Okay. Ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Das geht schon ganz gut klar, nicht wahr? Wir machen schon gut Damage mit dem Laser. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass wirklich die Angel Deals mitspielen. Das wäre echt abgefahren. Wenn die jetzt mitspielen würden. So, vielleicht ganz nah ran an den Gegner. Dann machen wir mit dem Rührstab ordentlich Damage. Ist hier in super Form? Eine Todsünde, genau. Wer ist das nochmal? Ist das Neid? Ich glaube, das ist Neid. Envy, nicht wahr? Das ist Envy. Oder? Scheiße, Mann, ich habe es nicht gelesen. So, okay, das wird hier ein bisschen ziemlich eng, so ganz nebenbei. Aber nicht auf die gute Weise, weißt du? Magician haben wir. Hey, ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack, wie es ist mit einem Homing-Laser gleich. Ich frage mich, wie es dann mit diesem Trinket funktioniert. So, bingo, das ist natürlich ein angenehmer Raum. Okay, auf Wiedersehen. So, alles schön einsetzen, dann haben wir genug Fliegen, die ordentlich Damage machen und den Raum für uns ein bisschen clearen. Aber einige sind natürlich auch eine pure Verschwendung. So. Flieg zu der Superform. Mach die Superform fertig. Die ist gemein und böse. Oh mein Gott. Egal. Wir haben immer noch das schwarze Herzchen, das wir gesaved haben. Ach, diese Räume hier. Ein Albtraum, sag ich dir. Genau, wir haben jetzt auch noch eine rote Spur, die Damage macht. Das macht das Ganze sehr schwer einzuschätzen, wann die Gegner denn sterben. Sehr gut. Und da ist das schwarze Herzchen weg. Na, das wird ja noch was, nicht wahr? Oh, hier ist der Boss. Schön. Ah, okay. Ich muss auf jeden Fall 10 Münzen donaten, damit wir die Chance auf einen Angel-Deal erhöhen. Aber das will ich vielleicht machen, wo ich auch mehr Chancen allgemein auf einen Deal habe vielleicht. Komm schon, flieg in die Luft und gib mir Magic Mushroom. Wie sieht's aus? Hast du Bock drauf? Ah, schade, Mann. Ich habe versucht, 2 Pilze zu erwischen. Okay, ich glaube, das Trinket ist doch ziemlich kacke, hä? Okay, auf Wiedersehen. Ich warte nochmal ganz kurz, bevor ich reingehe und hoffe, dass hier der Shop ist. Da ist der Shop. Oh mein Gott, der Joystick von der PlayStation 4 ist ja voll kacke. Ich bemerke jetzt erst, wie kacke dieser Controller ist von der PlayStation 4. Meine Güte. Okay. Magician haben wir für einen Notfall. Gott, ist das ekelhaft. Wie kann man damit spielen, frage ich mich jetzt. So, und ich bin mit der PlayStation 4 aufgewachsen. Ich hatte nie eine Xbox. Und das sage ich. Oh, der Controller ist gut, Mann. Aber PlayStation hat sehr viele coole exklusive Titel. Ja, die Xbox auch. PC Master Race. So, jetzt habe ich alles gesagt. Lasset die Kommentare brennen. Aber ihr seid eh hoffentlich alle eingeschlafen bis hierhin. Sehr schön. So.
Folgendes, ich gehe jetzt hier rein und bin glücklich. Oh mein Gott, okay, das ist cool. Das macht zwar sehr Tears Down, aber irgendwie ist es cool. Das könnte Tears Up sein oder Tears Down, komm, wir riskieren's. Es ist Perks, okay. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall mit unserer Karte den Boss machen und vielleicht, ich sprenge, denke ich mal, ja doch, ich tue es. Ich sprenge mal ganz kurz den Shopkeeper, damit wir ein bisschen erhöhte Chancen haben. Let's go. Der Geheimraum wird sicherlich hier nicht drin sein, egal. 2% mehr, hey, ne? Und guck mal, dieser Rührstab des Todes ist das jetzt. Oh Gott, und dieser Boss ist auch toll. Okay, ich setze, glaube ich, Magician ein. Ja, ich setze Magician ein. Let's go. Let's go. Wird schon nicht Krampus auftauchen, oder? Wird schon nicht. Oder? Er wird es nicht, oder? Er wird es nicht. Bitte sag mir, dass es erst nicht wird. So, ich will mehrere auf einmal treffen, aber das klappt irgendwie nicht ganz. So, so, sehr schön. Das sah ja cool aus. Okay, da kommt nichts raus. Doch, da kommt jetzt plötzlich was raus. So. Wo kommt jetzt was raus? Da oben. Attacke, Attacke, Attacke. Ach, die Trollbombe. Gefällt mir nicht, aber gut, dass sie noch dieses Jahr in die Luft geflogen ist. So. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon. So weit sind wir schon gekommen. Yes. Jetzt gib mir Sacred Heart oder Godhead für den Homing-Effekt. Ah, nein. Noch mehr Versuchung. Oh Gott, so viel Versuchung. Pentagramm, Damage up. Oh, ich glaube, ich gehe auf Angel Deals. Ich widerstehe der Versuchung. Aber wenn ich im nächsten, wenn der nächste Deal kein Angel Deal ist, dann bin ich aber wütend. Okay? Gut, das machen wir so. Das machen wir so. Ich gehe jetzt ganz kurz in den Zacki-Zacki-Raum rein. Ich weiß, wir verlieren dann ein bisschen Stuff, aber egal. Ich gehe jetzt rein da. So viel Versuchungen. Oh, guck mal, hier ist auch noch einer von dieser Sorte. Okay, let's go. Mal gucken, ob du genauso großzügig bist wie dein Kollege. Der hat mir nämlich sehr schnell was gegeben und das war auch sehr gut. Das war schnell, aber gut. Okay, was haben wir dort liegen? Hoffentlich eine Karte, die The Lovers heißt. The Moon, Diggers. Hey, das setzen wir kurz ein und komm schon, was, drop mir jetzt bitte was. Komm schon, ich gebe dir noch ein blaues Herzchen. Ah, du bist ein Drecksack, ein Drecksack, ein Drecksack, ein Drecksack und verdienst es zu sterben eigentlich. Oh, hier ist der Geheimraum. Oh, ich kann mich nicht raussprengen. Das sieht nicht gut aus hier, dieser Run jetzt gerade. Ein bisschen sehr gruselig mit diesem Leben. Okay, hoffen wir, dass wir jetzt hier vielleicht ein bisschen Leben finden. Yes, Mann, das ist voll cool, dieser Laser. Wenn wir ganz nah dran stehen, treffen wir auch alle ganz sicher. Das ist voll sexy. Ich hätte gern die Spider-Mod, um zu sehen, ob wir wirklich mehr Damage machen. Mit diesem Trinket oder nicht. Dafür hätte ich jetzt gerne die Spider-Mod. Sehr schön. Beide Kackhäufchen erwischt. Oh, hier haben wir noch einen Geheim... Oh, Moment mal. Ich habe Ace of Clubs. Wir könnten uns Bomben herholen gleich. Wenn wir Stuff finden, den wir verwandeln können. Also drop mal Stuff, okay? Das wird ziemlich cool. Bumm. Okay, hier ist ein Schlüssel. Wir haben genug Schlüssel, aber den zu verwandeln bringt nichts, weil ich zwei Bomben brauche. Deswegen suchen wir erstmal lieber etwas der Moon nochmal. Ich habe hier zwei Karten. Ich brauche die... Ah, da. Moment mal, das nehmen wir mit. Die können wir doch hier ablegen. Das ist die beste Funktion, Mann, dass du Sachen ablegen kannst. Ja, ich nehme den Rührstab mit, einfach weil ich es cool finde. Und jetzt Ace of Clubs, zwei Bomben und rein da. Zum Glück ist es keine Trollbombe geworden. Ich glaube, das kann auch entstehen. Eine Trollbombe hätte jetzt alles ruiniert. So, super. Immerhin können wir uns voll heilen und jetzt nochmal zu ihm gehen. Zu diesem Drecksack. Aber es wäre cool, wenn wir noch eine Bombe irgendwo hätten. Damit ich meine blauen Herzchen nicht verliere. Ich weiß gar nicht, was witzig daran ist. Wo könnte ich jetzt eine Bombe herbekommen? War im Shop eine? Ich gehe hin. Ich gehe hin und hole mir dort etwas. Oder öffne ich die Kiste in der Hoffnung, dass da was drin ist. Eine Pille? Echt jetzt, Mann? Horf? Mann, ich brauche Tears Up. Und hier ist tatsächlich eine Bombe drin. Was ist das hier? Joker-Karte. Oh. Perfekt, perfekt, perfekt. Die nehmen wir mit. Die ist wichtig. Die Joker-Karte ist sehr, sehr wichtig. Let's go. Und jetzt können wir auch schön uns reinsprengen, ohne dass wir Leben verlieren. Ich bin mir ziemlich unsicher, wo ich hier sprengen soll. Aber ich glaube, hier so. Oh Gott, das war ziemlich knapp. Okay, let's go. Du kannst wieder Leben von mir haben. Na, wie viel hättest du noch genommen? Oh mein Gott, du hörst ja gar nicht auf. Komm schon. Jetzt aber, was ist denn hier los? Na, geht doch. Immerhin bekommen wir so einen Scheiß. Und was sind das für Pillen? Horf, was ist das hier? One makes you larger. Bad Trip, super. Infested. Okay, gut. So, das ist Grund genug, Pillen ab sofort zu meiden.
Bullshit. Okay, im Kampfraum ist noch ein rotes Herzchen gewesen. Das nehme ich jetzt zur Sicherheit mal kurz mit. So, ein halbes. Wer das halbe nicht ehrt, ist das Ganze nicht wert, was? So. Okay, Gott, ist das scheiße. Spielt niemals mit einem PlayStation 4-Controller. Falls ihr scheiße seid oder es denkt und auf der PlayStation 4 spielt, holt euch eine Xbox oder so. Einen Xbox-Controller für einen PC. Spielt's am PC. Selbst ein unglaublich sympathischer und erotischer Isaac-Spieler wie ich hat Probleme. So, blaue Herzchen? Scheiße. Oh, yes. Scheiß auf die rote Kiste, Mann. Ich krieg schon meine blauen Herzchen. Let's go. Unendlich Schlüssel wären schon ziemlich nett, aber dafür bräuchten wir erstmal Bomben. Unendlich Bomben wären nicht schlecht. Ja, Mann, wenn die ganzen Laser treffen, ist voll gut, Mann. Ich glaube, die machen mehr Damage. Ich glaube, die machen mehr Damage. One makes you larger? Nein, 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 nein. Das ist mir da ein bisschen zu wild. Oh, bitte, 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 bitte. Spreng. Nee. Nein, Spinne. Komm schon, spreng das hier. Spreng das hier. Stirb. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich dachte schon, der stirbt an dieser roten Spur. Weiter geht's. Schöner ranstellen. Jetzt können wir auch das Guppy-Item einsetzen. Guppy-Set. Und was haben wir hier drin? Etwas Tolles. Die Prayer Card. Immerhin ein Angel Deal Item weniger im Angel Deal. Das ist schon mal gut. So. Oh, setz dich aber nicht ein. Scheiß auf dich. Was haben wir hier? Ace of Clubs. Ah. Ich brauche nicht zu viele rote Herzchen. Das ist schon genug, Mann. Das ist schon genug. Okay. Sacred Heart macht, soweit ich weiß, auch Damage. Tears Down, oder? War das nicht was? War das nicht eine Sache? Ah, sehr schön. Ja, mit dem Herzchen. Da ist noch ein Schlüssel. Den könnten wir auch gleich mitnehmen. Ups, ups. Wir haben immer noch keine Bombe gefunden. Es mangelt echt an Bomben. Aber das tut es irgendwie in den letzten Runs immer. So. Sehr schön. Zack. Okay. Boah, dauert das, bis wir getötet haben. Scheiße, Mann. Wir brauchen echt irgendwas Gutes für unseren Laser. Wir brauchen etwas Gutes, Mann, sonst ist es sehr lahm. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Noch geht es, aber Bosse bekämpfen, das wird ein Abenteuer. Das wird ein echt ein Abenteuer. Und dafür brauche ich ein Dauerfeuer. Das wird ziemlich nice. Ich würde sogar Soymac, glaube ich, mitnehmen. Ich glaube, Soymac würde ich mitnehmen, ja. Oh mein Gott, diese blöden... So viele Fliegen. So viele waren doch noch nie hier drin. Okay. Also Soymac würde ich tatsächlich mitnehmen. Ja. Und Bums, na, tut's weh? Von deiner eigenen Dummheit getroffen zu werden? Also mir tut es immer weh. Ich weiß, wie es sich anfühlt. So, jetzt haben wir hier ein paar Bomben-Items. Beziehungsweise auch Bomben. Was haben wir hier drin? Zack, zack, zack. Sehr schön. Und was haben wir hier? Ein paar Pillen, aber ich traue diesen Pillen nicht. Ich weiß gar nicht, was das für eine Pille ist und deswegen scheiße ich auf dich. Ich nehme dich mit. Infested, okay. Wenn es sein muss, nehme ich es halt mit. Puh, okay, 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 okay. Bis jetzt geht es, Mann. Es hält sich in Grenzen mit der Abgefahrenheit dieses Runnes. Mhm, hatten wir dich schon? Das war larger machen. Ich glaube, dass der Boss sogar hier unten irgendwo ist. So, den Schlüssel können wir jetzt mitnehmen, weil es ein Loop ist. So. Na, bitte sterben. Das sind die Regeln. Tschüss. Na, jetzt aber. Blöder Cheater. Sehr gut. So. Oh mein Gott, das fühlt sich gut an. So, Wiedersehen, ihr blöden Mistviecher. Wir haben die Joker-Karte. Das ist das Einzige, was mich jetzt gerade voll motiviert. Oh Mann, ich will meinen Streak nicht verlieren. Ich will meinen Streak nicht verlieren. Okay, okay, okay. Laser sind gut gegen diesen Gegner und deine gut platzierte Bombe ist auch sehr gut. Bye, bye. Damage up, oh Gott sei Dank. Plus zwei sogar. Und Krampus, okay. Das lässt sich verkraften, wenn du mir Kohle gibst. Dann aber auf der nächsten Ebene ein Angel Deal, okay? Wie wär's damit? Komm schon, Kohle, bitte. Du würdest mir so helfen. Es tut so weh. Es tut so weh. Verdammte Scheiße. Okay, keine Kohle. Da unten ist noch ein Raum. Es könnte sein, dass hier ein besonderer Raum gespawnt ist. Den will ich jetzt mal kurz auschecken. Ladidadidudidudidu. Jubidubidabdabda. Und runter hier. Bams, bams, bams und bams. Bingo. Okay, dann lass uns mal hoch. In die nächste Ebene. Wir haben ein Damage-Up, das ist gut. Das ist gut, das ist sehr gut. Und eine Joker-Karte haben wir. Es ist auch immer noch sehr gut. Immer schön motivierend bleiben. Ha, ich freue mich schon auf die Chest. Die wir höchstens... hoffentlich innerhalb der nächsten 30 Minuten erreichen werden. Hey, der Damage ist super. Wir haben wieder 33% Chancen auf einen Deal. Okay, ich lasse das mal.
Ich lass es mal. Hätte auch Geld donaten können, um die Angel-Deal-Chance zu erhöhen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass 33 reichen, um mir einen Deal zu geben. Ich hatte letztens 70% Chancen auf einen Deal. Und die haben einfach gesagt, nö. Die haben einfach nö gesagt, Mann. Seitdem traue ich nichts mehr. Nur den 100%. Sehr schön. Und Bums. Und Bums. Und Bums. Und Flaps. Bingo. Ja, lach mich nur aus, Mann. Lach mich nur aus. Findest du es witzig, ha? Zack, zack und zack. So, was haben wir hier? Das Schwänzchen. Nope, ich behalte meinen Rührstab des Todes. Damit ich die Folge auch Rührstab des Todes nennen kann, weil ich keinen blassen Schimmer habe, wie ich sie sonst nennen soll. Deswegen sage ich's. So, die Stacheln verschwinden ja nicht wahr? Jupp, die verschwinden, wir kriegen den Schlüssel und alle sind glücklich. Mein Finger slidet ganze Zeit vom Joystick runter, vom PlayStation 4 Controller. Gott, wie konnte ich Spiele spielen? Gibt's einen Xbox Controller für die PlayStation 4? Ich weiß es, ich klinge jetzt wie ein Xbox-Fanboy, so ein Ekelhafter. Aber Junge, was ist denn los? Früher dachte ich, boah, wie kann man mit einem Xbox-Controller spielen? Ist klar eine Sache der Gewohnheit, ne? Aber daran kann ich mich, glaube ich, nie gewöhnen. Nein, keine Sorge, liebe PlayStation 4. Ich weiß nicht, wie nennen wir uns, Mann. Ich habe meine Seele noch nicht verloren. Kleiner Scherz, mein kleiner Scherz. So, jeder soll da spielen, was er will. Diese Kommentare werde ich meiden, auf jeden Fall. Ich hoffe, hier kommt kein Konsolenkrieg in den Kommentaren. Bitte hört auf. Ich nehme das hier mit, einfach damit wir ein bisschen Durchblick haben hier. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weißt du? Ist cool. Ich hätte mein Geld auch donaten können, aber egal, ich will eine Lampe haben. Ich mag Taschenlampen. Früher war für mich, wenn ein Spiel eine Taschenlampe hat, vor allem Horrorspiele oder so, boom, instant geil. Instant ein sehr geiles Spiel. Flups, her damit. So, weiter. Weiter. Und rüber hier. Sehr schön. Und hoch. So. Oh, danke schön. Das ist natürlich ein Vorteil von Maze, dass du manchmal auch in den Geheimraum reingeportet wirst. Bums. Bams. Bams. Okay, das ist sehr eng hier. Habt ihr es gesehen? Habt ihr mein Movement gesehen? Habt ihr mein Movement gesehen? Ich habe alles super eingeschätzt. Ich will gerade ein Kind von mir, ganz ehrlich. Mit diesem Movement. Nicht nur eins. So. Sehr schön. Auf Wiedersehen, was haben wir hier drin? Okay, das ist auf jeden Fall ein wunderbares Damage-Up. Eigentlich nicht. Aber mit dem Laser schießen wir jetzt eigentlich aus der richtigen Richtung. Also, haben wir ein Damage-Up? Jetzt durch das Ding oder nicht? Na, komm schon. So. Mehrere auf einmal treffen und auf Wiedersehen. So, Isaacs. Na, den Kopf nehme ich nicht mit. Aber ich will mal ganz kurz den Shop auschecken. Den haben wir schon ausgecheckt, du Vollidiot. Sorry. Let's go. Komm her, du kleiner mieser Reiter. Oh, wir kriegen einen Cube of Meat oder Bandage Ball. Das heißt, eine Nahkampfsache. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und vielleicht kann ich auch gleich eigentlich meine Joker-Karte einsetzen. Ich kann schon gar nicht drauf warten. Ich kann es gar nicht erwarten, meinte ich. So, mit der Bombe aufhalten. Das ist immer eine gute Taktik, weil sonst wird er manchmal fuchsteufelswild. Yes, wir können einsetzen. Joker-Karte. Let's go. Oh, Angel, Deal ist nicht da. Mein Gott. Das sind jetzt auch nicht gerade wunderbare Items. Das sind alles Versuchungen. Alles böse Versuchungen sind das. Wir müssen denen widerstehen, um gleich gesegnet zu werden, liebe Kinder. Amen. Okay. Curse of the Lost. Wir haben 67% Chancen und immer noch die Chance auf einen The Angel Deal. Sehr gut. Wir kriegen ihn gleich mal. Wir kriegen ihn gleich. Wir werden gleich belohnt für unsere nicht begangenen Sünden. Ja. I'm excited. Oh, super. Toll. Die Gegner werden gleich ziemlich schnell. Für eine Minute oder sowas. Oder in einer Minute. Ich habe das vergessen, den Effekt der Pille. So, auf jeden Fall werden sie gleich fuchsteufelswild wieder mal. So, okay. Wir sehen aber auf jeden Fall die Geheimräume. Das ist ein großer Vorteil bei Curse of the Lost auf jeden Fall. So. Oh, das Ding sorgt dafür, dass wir in der Womp-Ebene... Oh nein, mein... Oh. Wartet, ich komme gleich wieder, okay? Oh nein, aber ich will meinen Rührstab nicht verlieren. Des Todes. Ah. Das ist jetzt nicht cool, Mann. Aber wir hätten dann Itemräume in der Womp-Ebene. Ist das besonders? Itemräume in der Womp-Ebene. Toll. Rührstablaser. Klingt schon ein bisschen krasser, oder? Klingt ein bisschen krasser. Verdammt nochmal. Ja, ich gehe gleich zurück. Wartet aber kurz. Was haben wir hier drin? Okay, sorgt. Das bringt ja gar nichts. Das Item bringt nichts, Mann. Das Item bringt nichts.
Das Item bringt nichts, weil wir keine Eier schießen. Hier können wir rerollen. Hey, vielleicht kriegen wir das Item, womit wir die Trinkets duplizieren können. Mehr mitnehmen können. Halt die Klappe. Wovon redest du? Ihr wisst schon, hier, Mom's Purse. Mom's Purse? Nein, das ist immer noch nicht Mom's Purse. Ich hätte gerne Mom's Purse. Auch nicht, tut mir leid. Tut mir leid, da ist es. Okay, jetzt brauchen wir nur Kohle. Also diesmal wirklich Geld. Jetzt brauchen wir nur Geld. Bitte sei Geld drin. Bitte sei Geld drin. Das wäre abgefahren, wenn das jetzt klappt, Mann. Ich will mich nicht trennen von meinem Rührstab. Oh. So, let's go. Da kann auch Geld drin sein, schätze ich mal, oder so. Okay, einmal dran vorbei. Was haben wir hier oben? Ich habe bestimmt auch noch nicht alle Räume ausgecheckt. Ja, ganz bestimmt habe ich noch nicht alle Räume ausgecheckt. Scheiße, Mann. Hätte ich diese blöde Lampe nicht gekauft, Mann. Hätte ich mir das jetzt holen können. Aber nein, Taschenlampen sind toll. Okay, eine Münze. Komm schon. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Schöner ran an den Gegner. Das gefällt ihm sicherlich. Sehr gut. Okay, danke für den Schlüssel. Oh ja, Feuer und so. Da kann auch Stuff drin sein. Oder auch nicht. Leider nicht. Sonst eigentlich ziemlich immer. Den Supergeheimraum haben wir auch schon, nicht wahr? Okay, wir haben hier also keinen Raum. Keinen Arcade Room vielleicht, der gespawnt ist. Hm? Doch, hier muss ein besonderer Raum gespawnt sein. Also ein Arcade Room. Der hat sich irgendwo noch versteckt. Ganz sicher, hier drin. Okay, da waren wir schon. Jetzt muss ich die Map in meinem Kopf basteln. Waren wir hier schon? Okay, hier ist der Shop. Okay. Schip. Da hinten landen wahrscheinlich Menschen, ha? Okay, pass auf. Hier waren wir schon. Da unten waren wir aber noch nicht. Haha, Gott, dieser Raum ist ekelhaft. What the fuck? Okay, was soll der Scheiß denn? Gut, auf Wiedersehen. Okay, nein. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Hier ist irgendwo noch irgendetwas. Du klaust mir ja Geld, du hörst auf damit. Komm schon. Hier oben war ich auch schon. Ich war überall jetzt. Ich war überall, oder? Hier oben war ich nicht. Doch, da war ich. Aber im Geheimraum war ich nicht. Oh nein. Oh nein. Ich hab den Bauchnabel. Halt den Mund, ich hab den Bauchnabel. Hey, ich wollt's ein bisschen dramatisieren. Ich hab den Bauchnabel. Oh. Natürlich hab ich den Bauchnabel. Verdammte Scheiße. Die Folge nenne ich Bauchnabel. Ah, verdammt, jetzt bin ich drüber gelaufen, weil ich gerade ziemlich enttäuscht von mir bin. Haben wir im Shop ein blaues Herzchen? Das würde ich dann nämlich jetzt gerne nehmen. Ein blaues Herzchen? Komm schon, yes, da ist es. Gott, das ist jetzt peinlich. Ich lade die Folge nie hoch. Ich überspringe das einfach. Na gut, wo ist der Boss? Wo hat er sich versteckt? Hier oben irgendwo, nicht wahr? Sehr schön, wir haben Cube of Meat. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Das heißt, wir könnten das Füßchen einer kleinen Maniküre unterziehen. Oder war das eine Pediküre? Ich weiß gar nicht mehr. Maniküre, Pediküre? Weiß ich doch nicht, Küre. Oh, oh. Oh, ich freue mich schon auf den Angel Deal, den wir jetzt gleich bekommen werden. So. Sehr gut. Das tut weh, ha? Huh? Der Laser muss besser treffen. Yes, da ist der Angel Deal. Nicht vorhanden. Gab es Pawns und Scheiß. Weißt du was? Ich nehme das hier mit, damit wir beides bekommen. So sieht's aus. Und das nehme ich mit, damit ich mir Leben mache. Bingo. Das ist jetzt nämlich der Deal. Und das nehme ich einfach so. Shit, das hätte ich nicht mitnehmen. Kacke. Ich nehme Guppy's Paw mit. So, ich spiele damit. Let's go. Okay. Jetzt haben wir Duality. Das heißt, wir kriegen beides. Angel und Devil Deal. Und ich werde in die Angel Deals gehen. Bams. Das ist der Shit jetzt. Und nicht vergessen, wir haben hier auf jeden Fall noch, achso, stimmt ja. Erstmal den Polaroid-Effekt aktivieren. Wir haben jetzt hier Itemräume. Die darf ich nicht vergessen mitzunehmen. Plan C, mein Freund. Super. Schön, dass es dich gibt. Noch eine Spritze, die ich nicht brauche. Die Items sind ja ordentlich am Eskalieren. Okay. Blöd, Mann. Das ist voll kacke, dass einige Items mit einigen Kombos gar nicht funktionieren, nicht wahr? Aber das ist das Ding, das man eingehen muss. Und Goathead wäre es natürlich super optimal. Ja, lass mich mit. Hab ja eh Guppy Spawn, kann mir dann ganz viel Leben machen. Ich glaube, wir sind jetzt wieder im Rennen, das gefällt mir. So, Bomben brauche ich. Ich brauche Bomben. Ist hier eine Bombe drin? Da ist eine Bombe drin. Dafür hat es sich schon gelohnt. Ich will die Bombe in ihn stopfen. Bitte stirb schneller. Oh, wieder bin ich der Versuchung. Habe ich hier widerstanden. Sehr schön. So, wir sind zwar im Devil Deal jetzt nicht der Versuchung widerstanden, dies, das, aber das wird schon.
Keine Sorge. Okay, wie viel Leben habe ich noch? Ich habe genug, ne? Ich habe genug. Richtig, das ist die richtige Antwort. Ich habe ja noch kein Special-Item aufgehoben, ne, nicht wahr? Das ist gut, dass ich kein Special-Item aufgehoben habe. Geht das? Oh, das geht, sehr schön. Oh, das könnte manchmal bouncen. Auch lustig. Okay. Das heißt, wir haben eine erhöhte Chance auf Special-Items, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ist der Laser ein Special-Item? Das weiß ich tatsächlich nicht. Naja, für mich wäre jetzt aber auch ein Special-Item irgendein verdammtes Damage ab. Vielleicht noch Steven oder so? Der Gruppe beitreten? Nein? Möchtest du nicht Steven? So, Flopsy Dupsy. Auf Wiedersehen. Was haben wir hier? Aha, aha, aha. Der Itemraum. Wo versteckt er sich, Mann? Jetzt muss ich mehr Zeit in der Womp-Ebene verbringen, weil ich jetzt noch Itemräume suchen muss. Okay, egal. Hoffentlich werden wir belohnt. Hoffentlich. Hua. Aber für meine Dummheit, die ich eben gerade abgezogen habe mit dem... Oh nein, wir können beide Trinkets nicht mitnehmen, weil ich kein Geld habe. Das... da müsste ich jetzt eigentlich bestraft werden mit schlechten Items, Mann. Okay, das weiß ich jetzt nämlich mit, einfach damit wir ein paar Herzchen machen können. Das könnte Luck-Up sein. Ist es nicht? Nee, danke. Tschüss. Und hier haben wir den Boss tatsächlich. Wow, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass hier jetzt schon der Boss auftaucht, den machen wir jetzt gleich mal. 33% Chancen. Sieht auf jeden Fall schlecht aus. Mache ich ihn nicht. Mache ihn noch nicht. Wo ist der Itemraum? Wir gehen jetzt runter. 33%. Hat vorhin geklappt. Zweimal sogar. Aber jetzt, wo wir auch Chancen auf einen Angel Deal haben. Oh, da lass mich mal kurz zweimal überlegen. Nee, das funktioniert nicht. So. Ja, mit Kohle werden die jetzt sowas von tot. Zack, zack, zack. Aber Krampus wollte ja nicht. Was denn jetzt passiert? Ach, die Spinne, die gestorben ist, die hat diesen Effekt verursacht. Genau, das verwirrt mich auch manchmal. So, was haben wir hier? Ist es Jera? Es ist Haarglas. Da gibt's besseres Zeug, sag ich dir. Aber vielleicht ist das Item gleich umgeben von Steinen. Richtig, dann könnte ich das natürlich einsetzen. Ich habe zwar noch Bomben, aber dann sparen wir uns die Bomben. So wird sicherlich ablaufen, ja. Das ist alles Schicksal. Da ist der... Oh mein Gott, scheiße Raum. Okay. So, was haben wir hier drin? Ich möchte anmerken, dass ich ziemlich abgefahrene Tränen hätte eigentlich. Aber gut, wir müssen da jetzt nicht drüber reden. Wie viel Leben habe ich überhaupt noch? Kein blassen Schimmer. Hoffentlich kommt jetzt ein Gegner, der super simpel mit dem Cube of Me zerstört werden kann. Let's go. Es ist Daddy. Okay. Das ist sogar super. Ouchi. Okay, bingo. Und Luck up ein bisschen. Und Range up. Das ist auf jeden Fall wichtig. Range up. So, let's go. Wie viel Leben haben wir? Nicht mehr viel, glaube ich. Wobei, gab es Spor. Es geht, es geht. Es ist akzeptabel hier. Okay, weg damit. Direkt mit dem Schuss. Was haben wir hier? Oder funktioniert das? Vielleicht funktioniert das sogar, das Item mit... ihr wisst schon? Also, Splash-Tears im Laser mit eingebunden vielleicht? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie viel mehr Damage machen. Sehr, sehr komisches Gefühl. So, da kommen wir jetzt auch rein. Dank Gabis Paw, du bist die beste Paw. Oh ja, 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 ja. Haarglas einsetzen, seht ihr? Okay, Mystery Sack nehmen wir mit. Und hier haben wir vielleicht noch irgendwas Interessantes. Ne, leider nicht. Kein Damage ab. Naja. So. One Shot, One Kill. Okay, es sind 4 Laser. Wollen wir nicht mal... Wollen wir mal ehrlich bleiben, ne? So, dir kann ich jetzt eine Bombe geben. Yes! Happy, happy time. Du bist aber nicht der Letzte, ne? Jetzt kommt erst noch Loki. Nicht die Bombe spawnen. Sehr gut. Bums, noch eine Kiste bekommen mit Rainbow Worm. Ich glaube, das nehme ich nicht mit. Ich bleib bei Ruhestab des Todes. Ich habe ihn jetzt so weit hier geschleppt. Blödes Arschloch. Okay. Wir verbringen jetzt mehr Zeit in der Womp-Ebene. Das ist voll toll. Weil wir Itemräume suchen. Was ist denn mit dir passiert? Wieso ist er umgefallen? Du bist schon tot. Oh, yes, da ist er. Das ist natürlich geil. Und jetzt gib mir Spoonbänder, bitte. Gib mir Spoonbänder. Komm her. Oder Rubber Cement. Oh, du machst das spannend. Okay, interessant. Blind Tears. Auch etwas, was mir nichts nutzt, glaube ich. Geht's hier vielleicht unten sogar zum Boss? Wie es aussieht, nicht. Autsch. Ich habe nicht mehr viel Leben, möchte ich nur mal kurz anmerken. Aber wir werden sicherlich im Angel Deal ganz viele blaue Herzchen haben im Raum. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. So, die Womp-Ebene ist sehr komisch aufgebaut, nachdem wir hier jetzt... Verb. Okay, I can see forever.
Nachdem wir jetzt hier halt noch einen Raum hinzugefügt haben, deswegen ist die Ebene, denke ich mal, sehr komisch aufgebaut. Denke ich mal. So, geht's hier vielleicht doch zum Boss? Ist das wieder ein Loop? Es sieht aus wie ein Loop. Ziemlich viele Loops. Okay, was gibt's hier? Ein Schlüssel, ich habe ihn gesehen, aber ich glaube nicht, dass der jetzt notwendig ist. So. Wo bist du? Ja, auch wenn du weit weg bist, weißt du, kannst du dich nicht schützen. Hier ist der Boss tatsächlich. Hier haben wir keinen blauen Stein leider. Vielleicht hier. Ach nee, wir haben ja I Can See Forever. Das heißt, I'm excited. Nope. Okay, let's go. Machen wir It Lives. Das wird ein Spaß für groß und klein. Scheiße, Mann. Mit meinem Cube of Meat konnte ich jetzt nicht viel ausrichten. Und jetzt machen wir natürlich die Risky Strat. Let's go. Schön daran, aber smooth mitbewegen. Mit der Drehung des Cube of Meates. Und tschüss. Angel Deal. Ah, oh. Ich meine, das ist eigentlich ganz cool. Es ist eigentlich ganz cool. Wir können da jetzt durchschießen und haben noch mehr ganz bunte Laser. Hey, das sieht voll... Wow, das sieht ja abgefahren aus. Hallo, blaue Herzchen? Ich habe keinen Bock auf Mega-Satan, ganz ehrlich. Ich bin in diesem Run bin ich ein bisschen faul. Keinen Bock auf Mega-Satan. Ach. Hey, egal, wir könnten noch Spoonwender bekommen. Es ist jetzt nicht schlecht, dieses Item hier. Es ist nicht schlecht. Aber es geht viel besser. Da sind wir uns einig. So, 4 Bomben haben wir. Ist hier vielleicht der Geheimraum? 5 Bomben. Leider nicht. Vielleicht auf der anderen Seite, bevor ich gleich versuche reinzugehen. Ich will da reingehen. Vielleicht ist da ein, eine rote Kiste, die uns reinportet. Kann sein. Gott, unser Damage ist sowas von am Lutschen. Und durch dieses Prisma zu schießen bringt es auch nicht wirklich. Oh Gott. Ich werde sterben. Ich werde sterben, weil ich das Pentagramm nicht mitgenommen habe und auf Angel Deals gehofft habe und auch noch Pillen genommen habe. Ich habe 2 Dinge getan, die nur böse, böse Leute machen. Achso, ich habe schon gesprengt. Ich gehe rein, ich riskier's. Okay, 3 Herzchen nur noch. Reicht. Reicht, was ich hier tue, ich weiß es nicht. Bitte helft mir. Bitte helft mir. Meine Sucht nach Angel Deals. Nach Spoonbender Lasern. Die ist zu stark. Okay, das ist ein blauer Stein. Dankeschön. Ist das eure Hilfe? Oh mein Gott, gib mir doch jetzt. Egal, mach Tears ab und Damage ab. Aber ich hätte gerne blaue Herzchen tatsächlich mal aus einem blauen Stein. Wie sieht's aus? So. Da ist ein blauer Stein noch. Sehr schön, das ist also eure Hilfe. Oh, sehr gut. Ab in den Kampfraum und vielleicht ein HP-Upgrade finden. Goldene Kisten. Oh. Ja, sogar mit Bomben drin. Das heißt, den Rest kann ich mir auch holen. Und Luck Up. Oh mein Gott, jetzt hör mal auf hier. Ich hätte super krasse Tränen. Wenn das jetzt auch noch Luck Up ist, flippe ich aus, Mann. Dann spielt diesen Seed, aber nehmt nicht den Laser mit. Da habt ihr coole Tränen. Richtig coole Tränen. Oh, wir sehen jetzt unsere Tränen. Ja, okay, die... Ja, die werden natürlich bei mir ein bisschen cooler. Sehr, sehr schön. Da, guckt euch mal diese Spritzen an, wie sie fliegen. Das ist voll cool. Okay. Ach, ihr auch noch. Okay, let's go. Immerhin können wir jetzt... Sehr schön, Mann. Sehr schön. Dieser Raum hat reingehauen. Okay, Geheimraum hier drin? Tatsächlich. Ich wusste es doch. Hi, du. Wie geht's dir? Alles gut? So, schau dir mein Prisma an. Autsch, das tat weh, Mann. Okay, geht's hier zum Boss vielleicht irgendwo? Wahrscheinlich habe ich ein paar blaue Herzchen übersehen, so. Egal. Hoffentlich bekommen wir einfach ein HP-Upgrade in der goldenen Chest. So, in der Chest-Ebene. Das wäre ziemlich cool. Yes, Mann. Gib's den, Prisma. Gib's den. Macht Damage. Macht das überhaupt Damage, dieses Prisma, wenn ich da durchschieße? Oder sieht's einfach nur hübsch aus? Ich hab das Gefühl, es sieht einfach nur hübsch aus manchmal. So, yes, yes. Oh mein Gott. Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Oh mein Gott. Das wären meine Tränen. Das wären meine Tränen gewesen. Hier ist der Geheimraum, oder? Nein. Geht's hier unten hin zum Boss? Okay. Ich meine, wir haben auf jeden Fall... Bomben, die wir schießen können. Das ist sehr schön. Unendlich viele. Das kann helfen, den Boss zu bekämpfen. Und irgendwo versteckt sich auch noch der Supergeheimraum. Mit ein paar Herzchen. Dark Barmer, du bist leider nicht da. Dark Barmer hat gekündigt. So, ich sehe deinen blauen Stein. Genau dort drüben. Oh, super. Und nicht mein blaues Herzchen dazu bekommen. Ich weine gleich. Mache ich gleich bei dem Typen Risky Strats. Ich mache Risky Strats. Vor allen Dingen, weil wir hier noch einen blauen Stein haben mit blauen Herzchen. Gott sei Dank. Sehr schön. Okay, let's go. Machen wir Risky Strats.
Und wir könnten langsam ein anderes Trinket mitnehmen. Yes, okay, die sind so risky, die Strats, Junge. So risky. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Mach kaputt. Bingo. Ach, meine Hand juckt. Ekelhaft. So, komm schon, Prisma. Dreh dich schneller, Prisma. Dreh dich. Komm, ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Da gehe ich nicht rein. So, wir haben keine Left Hand oder sowas. Und jetzt hoffentlich etwas super Tolles. Okay, let's go. Nehme ich überhaupt auf? Ich nehme auf. Flups, Flaps, Flippity Flap. Das hier könnte sehr gut sein. Was kriegen wir? Damage ab. Vielleicht wird Tierstop ein bisschen besser, aber ich bleibe jetzt erstmal bei Damage Up. Das hier ist wiederum, ich weiß nicht, ob Magnetic Tears vielleicht uns komplett zerstören könnten. Ich glaube, Magnetic Tears sind keine gute Entscheidung. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, Magnetic Tears sind keine gute Entscheidung. Nicht gut. Wir haben 5 Luck. Das heißt, wir könnten gleich ordentlich Kisten bekommen. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch und das wird ziemlich cool. So, hi du. Ja, die Spinnen machen gut Damage. Zum Glück, Mann. Wisst ihr, wer der wahre Carry ist? Hier unser Fate. Auf dessen Tränen ich eifersüchtig bin, Mann. Der carried uns gerade hier ordentlich durch. So. Weil seine Tränen jetzt natürlich Spinnen spawnen und alles Mögliche. Und Spritzen schießen. Cool, Mann. Cool. Aber ich habe einen Rührstab. So. Ah. Okay, bloß nicht getroffen werden, damit ich meine Power nicht verliere. So, wir nehmen das auf jeden Fall mit, auch wenn es nicht wirklich viel bringt. Und The Sun setze ich erst ein, wenn ich einen Raum betrete, einfach damit wir direkt auch Damage machen. Ich hoffe nur, dass das der richtige Weg ist, oder auch nicht? Egal, er ist schnell gestorben. So, der richtige Weg ist dort unten. Perfekt, perfekt, perfekt. Das heißt, ich hätte diesen Raum hier zum Beispiel nicht machen müssen. Egal. Egal, egal, für den Spaß. Wir kriegen bestimmt eine Kiste als Belohnung. Nicht. Gut. So, was haben wir hier? Das ist Perks. Auch interessant. Ein gutes Ding. I can see forever. Perfekt. Und wir machen uns ein bisschen kleiner. Und wir gehen hier raus. So, die Tränen sind cool, ne? Mit dem Prisma und diesen Tränen, dass sie so komisch fliegen. Also dem Trinket mit dem Hookwurm. Nein, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Erst wenn wir noch ein bisschen Leben dazu bekommen. Ein HP-Upgrade wäre halt super. Ah. Poison Tears haben wir jetzt. Okay. Oh mein Gott, das ist ekelhaft. Das ist jetzt nicht so geil, gegen diese Typen hier zu kämpfen. Let's go. Die Perks sind aber jetzt noch nicht notwendig. Nein, 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 nein. Okay, einer ist tot. Sehr schön. Bingo. Yes. Sehr schön. Oh, das bringt uns aber auch nichts mehr, oder? Verdammt, Mann. Das bringt nur, wenn du andersrum, wenn du dein Dead Eye auf Maximum machst. Und dann mit der Maximum Damage von Dead Eye Brimstone oder Laser mitnimmst, dann hast du immer dauerhaft das Maximum Damage ab. Das ist natürlich doof jetzt. okay, wir könnten, also der schießt jetzt auf jeden Fall ein paar Mal Zähne, nicht wahr? Das ist auch sehr schön, oder bezieht sich das nur auf mich? Und hier ist der Boss, aber ich will unbedingt wissen, was in dieser Kiste ist. Wollen wir es riskieren? Wollen wir es riskieren? Ich will unbedingt wissen, was in dieser Kiste ist. Oh, okay. Immerhin haben wir Perks, Mann. Immer haben wir Perks. Das ist Wii Wafer. Perks war das doch, ne? Ja, das war's. So. Addicted ist das Ding, das nicht gut ist. Okay, sehr schön. Seht ihr, wir kriegen ihn hin. Wir kriegen ihn hin. Wir kriegen ihn down. Wir kriegen ihn down. Das ist kein Problem. Auf Wiedersehen. Und Run beenden. Was ist das hier? Eine Joker-Karte? Oh, Mann. Wisst ihr, was jetzt hier auf mich warten hätte sollen? Verdammt nochmal, Angel Deal und Sacred Heart. Das wäre so gemein. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss.